Es riecht voll nach Luftballons. Nein, das ist das Rührei. Ach so, ich dachte, das ist... Nein, das ist das Schwefelsalz. Ja, Schwefelsalz. Ich hab grad echt Ei gemacht, weißt du? Ja, geil. Ich guck, wie geil ist das. Zu meinem Geburtstag cheaten. Kann man sich mal gönnen. Oh, nee, danke. Ich freue mich. Oh, es sieht gut aus. Ja. Ihr seid ja süß. Das ist ja Casey-Style hier richtig, mit den Luftballons. Ja. Sollen wir das direkt auf die Teller? Ja. Also, was habt ihr das denn gemacht? Tofu. Tofu und Scramble. Deswegen ist es Tofu Scramble. Und Schwefelsalz und Kurkuma. Und was ist Scramble? Scramble ist Scramble. Heißt einfach verwirrt so. Scrambled Eggs. Also einfach den Tofu gescrambled. Richtig. Aber nur Tofu? Was ist, wieso ist das so gelb wegen den Gewürzen? Kurkuma. Ah, okay. Und was ist auf dem Bagel drauf? Und schmeckt nach das Ei. Das ist Pesto und Avocado. Geil. Bist du glücklich? Ich bin voll glücklich. Ich wollte gleich essen nach dem Gym. Ich muss nichts machen. Also besser geht's. Nur ja deswegen. Nicht. So perfekt. Das ist ein alter Mann. Gut, diese Hose aussieht. So ein alter Sack. Represent. Was haben wir, was hast du hier noch im Ofen? Was ist das? Ein Bananenbrot. Das ist Jolanda und Philipp. Jolanda und Philipp. Du hast ihn ermordet. Der arme Philipp. Egal. Was du für leckeres Brot hast. Die Hose kann ich jetzt knicken. Scheiße. Sorry. Nein, wieso machst du so? Nein! Epic Fail! Epic Fail! Epic Fail! Das Jahr bin ich gegangen! Bravo! Applaus! Ich hoffe, es war der Fail des Jahres. Ja, ich freue mich schön auf den Teppich. Ja, richtig geil. So, Julian, lass uns jetzt mal sauber machen. Couch. Lass es jetzt mal sauber machen, komm. Nee, lass die beiden das mal sauber machen. Nein, komm. Kein to you, happy birthday, lieber Philipp. Happy birthday to you. Now make a wish. Make a wish. Ganz wichtig. Bravo. Wollt ihr wissen, was ich mir gewünscht habe? Ja! Nein, nicht verraten! Das ist nicht aber verraten! Aber klappt es ja nicht. So, das ist der Raw-Kuchen. Was ist da? Was ist da eigentlich drin, Tanja? Du hast das Rezept geschickt. Ich habe das Rezept geschickt. Also der Boden besteht aus, Rosinen und Mandeln. Wir haben und Datteln reingemacht. Und Datteln und die Füllung besteht... Hey, Datteln ist in der Füllung. Ja, genau. Ja. Datteln. Was ist noch in der Füllung? Meinst du, ich kann es auswendig. Kokosöl und Mandelmus, richtig? Und noch irgendwas? Nee, der Boden war Walnüsse und Rosinen, die Füllung war Datteln, wir haben Erdnussmus genommen und was haben wir noch reingemacht? Kokosöl. Und Rosinen haben wir noch ein paar reingemacht. Und Datteln. Ja, Datteln hatten wir schon. Und dann oben sind nur Beeren. Jetzt wisst ihr Bescheid. So rich. Die Konsistenz ist auch witzig. Ja. So, ich will auch ein Stück. Gut, ja. Ich will auch ein Stück. Ich mag gerne. Okay. Endlich ein Bananenbrot. Ist ein Bananenkuchen oder Bananenbrot? Ein Brot. Aber kannst du dann rein theoretisch wie ein Brot das essen? Nee. Sorry. Sag mal nicht mal was. Aber ist okay, dass es durch. Ja. Dankeschön. Das war Philipps Geburtstagsüberraschung. Philipp, wie fandest du deinen Geburtstag? Shit. Also ich fand meinen Geburtstag richtig geil, weil die Überraschung war einfach geil. Deswegen. Und das mit dem Teppich war auch geil, oder? Mhm, voll geil. Mein Fail meinst du? Das hast du nicht aufgenommen, oder? Ja, klar. Wirklich? Also nach dem Fail. Okay, Gott sei Dank. Also es kann passieren, Leute. Und guten Morgen. Erstmal eine Banane essen. Und das Bleach nicht danach vergessen. Mhm.